Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr seht es im Hintergrund, ich habe den Adventskalender mit den Söckchen zugeschickt bekommen. Und zwar ist das von parfüm.de, von der Parfümerie, Mensch, Rüdel, der Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, was ich so hier drin hatte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, ein paar Infos vorab. Dieser Adventskalender kostet normalerweise 69,99 Euro, wenn man quasi Söckchen plus Produkte bestellt. Ne? Du kannst aber auch einfach die Refill-Variante bestellen, wenn du zum Beispiel noch die Söckchen vom letzten Jahr hast, für 59,99 Euro. Und die Produkte variieren stark. Und ich habe auch noch einen Code mit an die Hand bekommen. Und zwar bekommt ihr mit dem Code CLAUDI5 5 Euro Rabatt, wenn ihr den Adventskalender bestellt, was ich ziemlich nice finde. Und man bekommt quasi die Säckchen separat im Paket und daneben sind dann die ganzen Produkte. Das heißt, am besten ist es so, dass man den Adventskalender verschenkt. Und ich möchte tatsächlich auch den kompletten Adventskalender, den ich hier liegen habe, an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Man überlegt sich natürlich jetzt auch so eine kleine Geschichte, wann kann man welches Produkt am besten reinpacken. Und das habe ich gemacht. Und vielleicht könnt ihr euch dazu inspirieren lassen, wenn ihr selber Adventskalender packt oder halt auch eben so einen Adventskalender verschenken möchtet. Und da habe ich mir gedacht, das macht definitiv Sinn, das mal zu machen. Und ja, ich starte am 1. Dezember. Da habe ich hier reingepackt von Annemarie Börlind das Hydro Booster Produkt. Das ist eine Intensivserum bei feuchtigkeitsarmer Haut. Genau, hier haben wir eine kleine Pipettenflasche drin enthalten, wo wir ein kleines Serum drin haben. Und Feuchtigkeit kann eigentlich auch jeder Hauttyp gebrauchen, was ich persönlich dann auch wirklich positiv finde, dass es hier in dem Adventskalender enthalten ist. Am 2. Dezember habe ich mir gedacht, okay, wir sind alle so ein bisschen in diesem Vorweihnachtsstress. Viele Firmen haben so Jahresabschlüsse und man hat wirklich wenig Zeit für irgendwas. Es sind Weihnachtsfeiern, dies, das, Ananas. Dann hat man vielleicht auch einfach mal nicht die Zeit oder Muße, sich die Haare zu waschen. Und deswegen gibt es am 2. Dezember von Mjuk, kenne ich nicht, das Refresh Dry Shampoo. Und hier sind 50 Milliliter drin enthalten. Ich persönlich verwende zwar kein Trockenshampoo, aber es war jetzt hier in diesem Set drin enthalten. Und deswegen würde ich das auch am 2. Dezember platzieren. Dass man da dann einfach die Möglichkeit hat, das so zu verwenden, wenn man möchte. Ne? Am 3. Dezember habe ich mir gedacht, okay, so ein bisschen dekorative Kosmetik ist nicht verkehrt. Da habe ich hier von Art Deco einen Eyeliner reingepackt, und zwar den Smooth Eyeliner. Der ist in Schwarz, wenn ich das richtig gesehen habe. In der Farbe Smoke. Und das ist einfach so einer zum Anspitzen, wenn man möchte. Und damit kann man sich tatsächlich entweder ganz normal die Wasserlinie anmalen oder man macht es auch auf dem Augenlid, sodass man sich so ein kleines Smoky Eye damit bastelt zum Beispiel. Auch hier haben wir die Nummer 4 in dem Adventskalender drin enthalten. Hier weiß ich noch gar nicht, was es ist. Es ist auch von Art Deco und ich finde, dass es überhaupt nicht weihnachtlich ist. Also keine Ahnung, was die Parfümerie Rüdel sich dabei gedacht hat, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ein Spiegel. Doch ja, Pocket Mirror Fashion. Okay, aber das ist halt super unweihnachtlich vom Design her. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt in diesen Adventskalender gegeben. Es ist ein schöner Spiegel. Also der ist wirklich auch sehr, sehr klar und groß, muss man halt auch wirklich sagen. Ein schöner Handspiegel. Aber wie gesagt, für mich persönlich jetzt im Adventskalender nicht unbedingt richtig aufgehoben. Vom Design her passt das nicht so ganz. Ja, am 5. Dezember gibt es hier einen kleinen Duft und der ist wirklich klein. Also von Alien, der Goddess, den ich richtig gut finde tatsächlich. Also nicht von Alien, von Mugler, der Alien Goddess mit 1,2 Millilitern. Also weiß ich nicht. Sowas möchte ich wirklich nicht normalerweise, nein, möchte ich nicht, in einem 50 oder 60 Euro Adventskalender drin finden. Nee. Nein, 60 oder 70 Euro Adventskalender drin finden. Und das ist tatsächlich auch leider nicht die einzige Probe in der Hinsicht. Und das finde ich wirklich schade. Es ist auf jeden Fall ein wundervoller Duft, den ich selber auch da habe, super gerne verwende. Ich finde ihn nicht zu aufdringlich. Ich finde ihn super angenehm. Ich finde ihn auch sehr wohlig. Ne? Wenn ich ihn trage, ist es jetzt nicht irgendwie, dass ich quasi mich aufdringlich vom Duft her fühlen würde oder so. Finde ich schon schön, aber man nimmt ihn halt trotzdem wahr. Am 6. Dezember habe ich jetzt hier ein Highlight auch reingepackt. Das ist diese kleine Kugel, die ich sehr, sehr hübsch finde. Da sind Socken drin in der Größe 36 bis 41. Ich finde es ganz süß. Diese Rentiersocken mit dieser Mütze, ne, und der roten Nase, das ist schon schön. Also cool, dass sie das so mit reingepackt
angepackt haben, auch wenn das jetzt nicht zwingend Beauty-related ist. Am 7. Dezember habe ich etwas von Kiss hier reingepackt und zwar ist das die sind das die True Volume Lashes. 100% natürliches Haar steht hier drauf und bei Kiss ist es dann wohl irgendwie so, dass die am Ende dann so ein bisschen feiner aussehen. Ich weiß es nicht, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit künstlichen Wimpern aus. Dementsprechend, ne? Kann ich da nicht so viel zu sagen. Hier ist auch wohl ein Wimpernkleber mit dabei und ich meine, dass der Kisskleber doch eigentlich auch immer relativ gut war. Genau, ja, ne? Die sind dann am 7. Dezember drin. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da habe ich hier von Giorgio Armani das Si Passione als parfümierte Bodylotion drin mit 50 Millilitern. Auf jeden Fall ein richtig schöner Duft. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt das ganz gut in den 8. Dezember rein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen kleinen Sponge freuen. Ich habe keine Ahnung, von welcher Marke das ist. Der sieht ein bisschen aus wie ein Macaron, was ich sehr süß finde. Und genau, also Foundation und Co. braucht man jetzt ja nicht unbedingt. Also Foundation, Concealer braucht man nicht unbedingt einen Adventskalender drin haben. Aber ein Sponge ist gar nicht verkehrt, weil es ist ja auch ein Beauty-Adventskalender. Am 10. Dezember darf es mit Haarpflege weitergehen. Das ist von Marlies Möller Beauty Haircare. Das Micellen Pre-Shampoo Deep Cleansing. Das ist also ein 30 Milliliter Tiefenreinigungsshampoo. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen bei Tiefenreinigungsshampoos, wenn man eine sensible Kopfhaut hat, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist, ne? Dass man das nicht jedes Mal bei jeder Haarwäsche anwendet, Mensch, sondern dass man das vielleicht so einmal, zweimal pro Woche ungefähr verwendet. Ne? Ansonsten kann das zu reinigend sein. Dann habe ich hier am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, einen Duft von Creed drin. 1760. Kenne ich persönlich so noch nicht. Da haben wir Springflower als Duft drin enthalten. Und auch das ist leider wieder so eine kleine Probengeschichte. Steht jetzt nicht drauf, wie viel Milliliter hier drin enthalten sind. Hier würde ich auch auf, keine Ahnung, 1,5 Milliliter oder so tippen. Ne? So schaut auf jeden Fall die Verpackung aus. Finde ich ganz süß, auf jeden Fall. Aber zu süß, da würde ich mir persönlich wünschen, dass man halt davon absieht, diese Parfümproben, wirklich Proben reinzumachen, ne? Da kannst du besser irgendein anderes Produkt in einer kleineren Größe mit reingeben. Ich glaube, da freut man sich doch ein bisschen mehr drüber, auch wenn wir natürlich immer ziemlich heiß darauf sind, Miniaturen im Adventskalender zu finden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann habe ich hier von Lancôme am 12. Dezember zur Halbzeit mir überlegt, dass es ganz schön wäre, dieses Set hier reinzupacken. Und zwar haben wir dieses Bifacil. Das ist ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner mit 30 Millilitern und 0,7 Gramm von dem Kohl-Kajal hier drin enthalten. Somit habe ich in meinem Adventskalender definitiv auch zwei schwarze Kohl-Kajal-Stifte drin enthalten. Na, ja, die erste Hälfte des Adventskalenders ist dann schon mal rum und jetzt geht es wirklich sehr, sehr stringent Richtung Heiligabend. Und da habe ich mir überlegt, am 13. Dezember sollte man erstmal eine Maske machen. Da sollte man ein bisschen runterkommen. Eine Tuchmaske macht auf jeden Fall Sinn. Petite Maison, oops, I'm great. Facial Sheet Mask Energizing. Denn ich finde, bei diesem Endspurt Richtung Weihnachten kann man einfach ein bisschen Energie sehr gut gebrauchen. Deswegen macht es Sinn, diese Maske hier mit reinzupacken. Am 14. Dezember ist hier eine Mascara drin enthalten, denn wie ja eben schon angekündigt, nicht jeder verwendet Lashes, so wie ich zum Beispiel. Ich mag nicht so gerne Lashes, sondern halt eher eine Mascara. Und da haben wir Art Deco, die All-in-One Mascara drin enthalten mit 3 Millilitern. Ich glaube, das ist halt auch keine Originalgröße, sondern eher eine Travel Size. Ne? Das ist halt so eine kleine Größe, leider. Ein Faserbürstchen, aber immerhin ist eine Mascara mit drin und das macht durchaus Sinn. Dann gehen wir weiter zum 15. Dezember. Da habe ich hier von Biotherm die Blue Pro Retinol Eye Cream mit 5 Millilitern drin. Ich hatte erst überlegt, dass ich die in die Weihnachtswoche mit reingebe, habe mir dann aber gedacht, naja, aber vielleicht kennt die Person, die den Adventskalender auspackt, sich noch nicht so sehr mit den Wirkstoffen aus, zum Beispiel halt auch mit Retinol. Deswegen lieber eine Woche vorher reinpacken, also quasi hier an den, was sind wir, 15. Dezember, genau. Und die hält auch safe durch bis Heiligabend. Da brauchst du auch nicht so viel von, die habe ich auch schon verwendet. Dann sind wir beim 16. Dezember angekommen und da habe ich mir gedacht, so ein bisschen Händewaschen ist nicht verkehrt. Chypre oder Cypre, keine Ahnung, die Seda Ponsettia Mini Soap, da sind 1,8 Gramm
50 Gramm drin, 1,8 Unzen. Und da ist eine Seife drin enthalten, die wohl etwas spezieller sein soll. Klaus Porto steht hier hinten drauf, sagt mir nichts, ne? Also finde ich aber sehr schön weihnachtlich. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, da passt die ganz gut. Wir sind dann aber jetzt erst eine Woche vor Heiligabend und da befindet sich das Coco Mademoiselle von Chanel drin. Das ist das Eau de Parfum, leider auch hier nur 1,5 Milliliter drin enthalten. Das ist ein sehr klassischer, aber sehr, sehr gefälliger und schöner Duft, finde ich persönlich. Und deswegen ist er hier ganz gut aufgehoben. Die Verpackung ist irre süß. Also wir haben das als Mini-Miniatur. Das ist so niedlich, ne? Finde ich echt richtig cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Zu dem Produkt musste ich mir wirklich was überlegen, bin ich ehrlich. Ich hatte es drin und habe mir gedacht, wann packe ich das rein? Aber ich glaube, in die Weihnachtswoche passt es sehr gut, wenn man halt nochmal schnell in die Stadt flitzt, ein paar Weihnachtseinkäufe macht, vielleicht ein paar Geschenke shoppt. Da kommt von Reisenthel so ein Shopper doch vielleicht gar nicht mal so verkehrt, in einem charmanten Pink. Und ja, das ist sogar maschinenwaschbar. 15 Liter passen hier scheinbar rein. 45 x 53,5 x 7 cm. Das ist halt einfach so ein schlicht pinker Einkaufs... eine schlichte pinke Einkaufstasche, die so wiederverwendbar ist. Ich finde die Teile super und ich habe die auch ständig bei mir überall rumfliegen und im Einsatz. Ich finde die wirklich super. Habe ich schon mal gesagt, ne? Und jetzt befinden wir uns in der Weihnachtswoche. Das heißt, wir machen so unsere Vorbereitung für Heiligabend, wo wir wie aus dem Ei gepellt neben dem Tannenbaum sitzen wollen. Und da geht's los am 19. Dezember mit einem, Gesichtsroller. Genau, das habe ich auch wirklich rege bei mir persönlich in Anwendung. Hier bin ich aber sehr krass der Überzeugung, dass viele von uns den schon haben. Deswegen habe ich den jetzt nicht in eine 6 oder in eine 24 reingemacht. Und der ist von Elina Med, der Gesichtsmassageroller. Und da hat man halt so einen Jadestein mit bei. Und da kommen wir gleich zum nächsten Tag, dass man da auch entsprechend mit diesem Produkt etwas in die Haut einmassieren kann. Sei es ein Serum oder wenn du halt noch die Reste von der Maske hast, dass man sich das einrollert und so. Und das soll halt irgendwie auch dafür sorgen, dass die Blutzirkulation angeregt wird in der Haut, dass die Lymphdrüsenmassage auch irgendwie so ein bisschen gemacht wird, wobei man das hiermit eher sanfter macht und vor allem halt das Produkt einmassieren. Ich persönlich sehe sowas halt einfach als Spa-Element und verwende sowas einfach gerne, um meiner Haut was Gutes zu tun, weil wer hat es nicht gerne, einfach mal so ein bisschen auch gestreichelt zu werden. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim... wo war ich jetzt? 20, glaube ich, ne? Beim 20. Dezember. Und da habe ich hier von Dr. Grandel die Hyaluron-Ampulle. Die ist glättend und aufpolsternd. Da sind 3 Milliliter drin enthalten. Ich persönlich würde diese Menge an Ampulle nicht für eine Anwendung nur verwenden. Also das reicht locker für 2 Anwendungen, ne? Und die Rolle. Wow, ich rede zu viel in Kindersprache. Rolle, ja. Oh Gott. Roller ich mir gerne, Mensch, mit so einem Tool halt entsprechend ein. Und das ist halt einfach so ein kleiner Gesichtsspa. Das ist ganz schön. Am 21. Dezember ist es Zeit für die Maniküre. Und da ist hier von Alessandro ein Nagellack drin enthalten mit 5 Millilitern in der Farbe Evil Queen. Ne? Muss ja nicht jedem erzählen, dass er Evil Queen heißt, aber es ist halt ein wunderschönes dunkel Kirschrot und ich glaube, dass das auch ein schönes Rot ist, was man so auf den Nägeln tragen möchte, wenn halt Heiligabend ist. Und dann kann man schon mal ein paar Tage vorher sich die Nägel machen, finde ich. Dann habe ich hier wirklich den 22. Dezember und da kann man nochmal über Nacht ein bisschen Regeneration-Gedönsen starten. Und zwar ist es von Estee Lauder das Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex. Und hier haben wir drin enthalten 7 Milliliter. Ich persönlich vertrage dieses Serum leider nicht ganz so gut. Aber vielleicht die Person, die diesen Adventskalender gewinnt. Hier sind unter anderem Squalane drin enthalten. Peptide sind hier drin enthalten und so weiter und so fort. Also was ich hier so auf den ersten Blick so sehe, ne? Und irgendwas mit Cola ist ja auch mit dran. Cola-Samenextrakt, abgefahren. Kamille ist hier auch noch mit dabei. Naja, auf jeden Fall hat man hier noch ein kleines Serum, kurz vor Heiligabend, um da nochmal so ein bisschen Refreshness zu machen. Und selbstverständlich sollte man am Tag vor Heiligabend oder an Heiligabend selber nochmal unter die Dusche hüpfen. Deswegen habe ich hier von Ahava dieses Dead Sea Mineral Water Sea Kist Shower Gel mit 40 Millilitern reingepackt. Fand ich persönlich ganz
passend. Und zu Heiligabend gibt es dann hier ein absolutes Highlight, und zwar von Versace eine Miniatur. Bright Crystal, das Eau de Toilette mit 5 Millilitern, habe ich hier einmal drin enthalten. Das hatte ich auch schon ein paar Mal häufiger in meinen Händen. Ich finde, dass dieser kleine Flakon wunderschön ist und dementsprechend wird dann ja auch der originale Flakon richtig hübsch sein. So schaut es einmal aus und das ist doch ein absolutes Highlight für die Nummer 24. Und genauso habe ich mir überlegt, könnte man diesen Adventskalender, wie ich ihn halt zugeschickt bekommen habe, entsprechend befüllen. Ich möchte aber ehrlich mit euch sein, und zwar komplett ehrlich. Auch wenn das hier eine Kooperation ist und ich ja auch quasi Werbung für den Adventskalender sehr, sehr gerne machen möchte, möchte ich hier auch sagen, dass ich den Inhalt, den ich hier habe, nicht so geil finde. Da hatten wir die letzten Jahre wirklich viel, viel coolere Sachen drin sehen können. Und hier habe ich wirklich einen sehr basic und sehr geschrumpften Inhalt vor allem drin. Das finde ich sehr, sehr schade, wenn man eben nicht diese Parfümproben mit reinpackt, sondern das Ganze vielleicht ersetzt durch halt eher solche Produkte, ne? Würde ich persönlich einfach mehr feiern. Ich persönlich feiere diesen Reisentiel-Shopper total. Ich finde den total praktisch. Ich finde auch diese Socken richtig hübsch und finde es cool, dass die mit drin enthalten sind. Auch, dass wieder hier eine Miniatur mit drin ist, beziehungsweise es sind hier sogar zwei, auch wenn das eine Mini-Miniatur ist. Finde ich schön. Aber er haut mich nicht ganz so von den Socken. Bin ich vollkommen ehrlich. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.